Guten Tag, Michael Röhricht, vom LSVD Sachsen, letzten Schulverband Sachsen, Landesverband Sachsen. Ich begrüße Sie, Herr Eberlein, dass Sie sich heute die und freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie sind ja UB-Kandidat der Freien Wähler für die Wahl am 20. September in Chemnitz. Und wir haben einige Fragen an Sie hier. Ja. Schönen guten Tag, Herr Röhricht. Genau. Schönen guten Morgen, kann man bei dir so sagen. Kann man eigentlich auch sagen, genau, Ne? ja. Genau. Ja, Chemnitz ist ja nun zurzeit in aller Munde, immer noch, trotz Corona, und hat auch durch Corona auch einen etwas anderen Wahlkampf und vieles findet so ein bisschen unter der Oberfläche statt, wo man jetzt zumindest offline nicht alles mitbekommt. Es geht natürlich auch in Chemnitz ein bisschen sehr um die Geschichte der Stadt, sei es auch durch verschiedene Themen wie Migration, sei es auch das Thema Sicherheit, sei es auch das Thema wirtschaftliche Entwicklung und dergleichen. Und eben halt auch, zumindest aus unserer Sicht, sicherlich das Thema Diversität und allgemeine Vielfalt. Wie möchten Sie diese als UB in Zukunft, wenn Sie denn gewählt werden, stärken? Und wie sieht das eben halt dann gerade für Zielgruppen wie LSBTI aus, also lesbische, schwule, bi, trans und intergeschlechtliche Menschen? Gut, ich vermute mal, wenn Sie meinen, dass Chemnitz in aller Munde ist, dass Sie darauf anspielen, was vor 2 Jahren passiert ist. Auch nicht nur, auch in vielen anderen. Ja. Na gut, also international, ich sag mal, bin ja von meiner Vita her 2 Mal mit Chemnitz verbunden gewesen, habe ja 96 dann hier an der TU mein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen und war, ich sag mal, auch aufgrund der ganzen Arbeitsmarktsituation Mitte der 90er Jahre einfach auch, naja, darauf angewiesen, außerhalb von Chemnitz also eine Arbeit zu finden. Und das hat mich dann im Wesentlichen dazu gebracht, dass ich auch international sehr viel unterwegs gewesen bin. Da sieht man Chemnitz ein bisschen von außen, mit einem ganz anderen Blickwinkel. Man sieht, was so in der Welt eigentlich los ist. Naja, und ich denke, da überschätzen wir uns ein kleines bisschen. Also das Thema 2018, das war schon sehr groß. Das hat man auch international wahrgenommen. Aber ansonsten muss ich das leider sagen, spielt die Stadt so. Also von außen betrachtet, vielleicht in Sachsen noch eine Rolle, vielleicht noch in Deutschland, aber ansonsten es ist es relativ unbekannt und man muss dann, ich sage mal, schon auch die Werbetrommel rühren. Das liegt zum großen Teil auch an uns selber. Also wir stellen uns ja gerne oder unser Licht kleines bisschen unter den Scheffel. Chemnitz hat ein viel, viel größeres Potenzial, als in den letzten Jahren noch ausgenutzt worden ist. Ja, das Thema Extremismus spielt in der Stadt eine Rolle. Leider ist das so. Und damit betrifft es natürlich auch alle Gruppen, die ein bisschen anders sind, als so die Allgemeinheit das vielleicht wünscht, als die große Masse. Also da denke ich mir, da sind sie gar nicht jetzt alleine. Ja, als Schwulen, Lesben, Diverse. Sondern durch die mangelnde Entwicklung unserer Stadt, insbesondere in den letzten 15 Jahren, befördert das natürlich Extremismus. Es gibt da eine Reihe von Studien, die das auch beweisen, also wo man auch weiß, wie sowas entsteht. Der rechte Extremismus oder Rechtspopulismus ist ja auch niemals denkbar ohne die linke Seite. Das ist ja irgendwo immer dieser Dualismus, den es gibt. Im Augenblick überwiegt rechts, das ist offensichtlich so. Aber wir sollten auch die andere Seite halt nicht vergessen. Und sowas entsteht eben dann, wenn insgesamt eine unbefriedigende Entwicklung da ist und wenn viele Menschen einfach keine Perspektive sehen. Also wir haben hier in unserer Stadt 6.500 Bedarfsgemeinschaften, die im Hartz IV hängen. Das ist eine hohe Zahl. Die Stadt tut null dafür, dass sich da was ändert. Also es gibt keine Arbeitsbeschaffung mehr. Es wird überhaupt kein Geld dafür ausgegeben. Also wir haben Geld für vieles andere. Ne? Aber nicht für sowas. Und um wirklich mal an die sozialen Wurzeln dieses Übels halt zu gehen. Und da haben wir natürlich in Deutschland auch wirklich, also eigentlich schlimme Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Aber offensichtlich spielt das eben leider, leider keine Rolle. Ja. Und was kann man tun? Wir müssen als Stadt wieder eine neue Dynamik entfalten. Und ich meine damit eben nicht nur wirtschaftlich, sondern eben, sagen wir, auch im sozialen und kulturellen Gebiet. Ja, wobei man muss immer sagen, die Wirtschaft ist eben, ob man das will oder nicht, ne, anerkennt oder nicht, es ist einfach die Grundlage. Und wir behaupten immer, wir wären noch eine Industriestadt, sind wir aber nicht mehr. Ja, leider.
Wir haben im verarbeitenden Gewerbe, und da ist ja alles drin, also nicht nur Industrie, sondern auch Handwerk, haben wir gerade noch eine Wertschöpfung von 15%. Das ist ungefähr die Hälfte des Durchschnitts in Deutschland. Ne, um uns einfach mal ein bisschen zu verorten, wo wir da auch stehen. Bedauerlicherweise hat sich das eben in den letzten 10, 15 Jahren, obwohl wir wenigstens seit 2010 eigentlich Hochkonjunktur haben, hat sich das nicht geändert. Also wir haben ja im Vergleich zu Leipzig oder Dresden kaum neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Also in den beiden anderen sächsischen Großstädten, das in die Zehntausende neue Stellen geht, waren es in Chemnitz gerade mal 500. Und da zählt im Übrigen auch der Minijobber mit rein. Und wenn man sich mal umschaut, was an unseren Supermarktkassen heutzutage los ist, das ist ja alles 450-Euro-Basis. Ne? Gibt es ja kaum noch wirklich richtige Verkäufer. Dasselbe in Kurierdiensten. Dann kann ich mir ganz gut ausrechnen, wo die 500 Arbeitsplätze in den letzten 10 Jahren, die zusätzlich entstanden sind, wahrscheinlich sind sie jetzt schon wieder weg durch Corona, ne? Wo die entstanden sind. Und das fördert natürlich nicht nur, ja, eben diesen Populismus. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir auch im Ergebnis dessen, eben, dass die jüngeren Generationen schwächer sind. Und jüngere Menschen sind in der Regel ja offener, ne, für neue Dinge. Ja, und wenn man sich überlegt, dass erst diese ganzen sogenannten Schulenparagraphen ja erst 1994 abgeschafft worden sind im bundesdeutschen Strafrecht, ja. Und wir sehen, wie lange eben solche Vorurteile sich in Gesellschaften halten. Das ist ja historisch gesehen, das ist gerade mal 25 Jahre her. Ne? Also dann haben wir eben die Situation, die so ist, wie sie ist. Und sie ist, denke ich mir, für Sie unbefriedigend. Im Übrigen auch für eine Stadt, die ja wirklich dringend auch eine Erneuerung bedarf. Ja? Also damit Sie so mein Weltbild ein bisschen verstehen, ja, also wohin ich da denke. Also ich bin wirklich jemand, der eben dadurch, dass er die Welt ein bisschen gesehen hat, eben auch weiß, es geht auch alles ganz anders. Ne? Also ne? Da sind wir leider ein kleines bisschen, nicht nur aus eigener Schuld heraus, etwas provinziell. Ja, Punkt. Ja. Und im Prinzip läuft es schon darauf hinaus, dass jetzt, wenn ich das heraushöre, dass die Wirtschaft natürlich ein zentrales Element spielt, ja, und damit vielleicht auch ein Stück weit, sagen wir jetzt mal, bezogen auf Diversität, auch Attraktivität geschaffen werden kann und dann sagen wir auch, ja, vielleicht auch was hergestellt werden kann. Was würden Sie denn sonst noch, im Prinzip, also auf die erste Frage bezogen, es nicht auf Wirtschaft, sondern auch allgemein für diese Vielfaltsorientierung tun, dass im Prinzip sich jeder einbringen kann. Also da hilft eigentlich, also gegen Ignoranz hilft eigentlich nur eins. Und das Thema geht es ja am Ende. Ne? Also ich will gar nicht wissen, ich verurteile einfach mal Leute, die ein bisschen anders sind als ich. Und da eignen sich natürlich Randgruppen besonders gut. Ne? In den 30er Jahren waren es die Juden. Das ist ja bis heute nicht überwunden. Gab es auch andere Gruppen, ne, die man dann sich irgendwie vorgenommen hat, die dann schuld an allem sind. Da gehörten damals eben auch die Homosexuellen mit dazu. Ja. Und diese Vorurteile sind eben extrem hartnäckig. Ja. Die perpetuieren sich eben durch Erziehung und einfach durch Vorbilder mehr und mehr. Und da, denke ich mir, hat so ein Stadtoberhaupt eine ganz, ganz wichtige Rolle, nämlich einfach auch vorbildlich zu agieren, ja, und zu zeigen, dass das auch anders geht. Ja. Und er muss integrierend wirken. Also das würde ich jetzt mal sehen. Und gegen Ignoranz hilft letzten Endes nur, helfen drei Dinge. Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Ja, also was anderes gibt es leider nicht. Und das ist ein sehr, sehr dickes Brett, an dem man sehr, sehr lange bohren muss. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine Generation nach mir halt betreffen. Ne? Und vielleicht auch noch ihre und die Nachfolgenden, um da ein anderes Bild, ich sag mal, in den Köpfen zu erzeugen. Gut, jetzt zur nächsten Frage. Der Landesaktionsplan für geschlechtliche Vielfalt besteht seit 4 Jahren. Wie würden Sie diesen nach derzeitigen und zukünftigen Stand in Chemnitz weiter umsetzen? Also, den jetzt gut, das hat ja, ich hab mir wirklich, sage ich Ihnen ganz offen, also das Thema war jetzt nicht so, ist auch nicht in meinem Fokus des Wahlkampfs. Ne? Mhm.
So, ich habe mich jetzt nur kurz mal eingelesen. Das hat ja, glaube ich, die Frau Köpping als damals noch Integrationsministerin, ein schöner Titel, ja, hat das ja auf die Beine gestellt. Und da stehen ja sehr, sehr viele Maßnahmen am Ende drin. Ja. Also es geht ja dort wirklich um das Thema Integration. Sehr, sehr viele Landesmaßnahmen, sehr viele Absichtserklärungen. Und am Ende ist es auch immer wieder so, wenn man sowas tut und machen will, hängt es am Geld. Also es müssen ja dann auch die Mittel dann da sein. Mhm. Und es braucht Strukturen und es braucht auch Menschen, die das am Ende machen. Ne? Und ohne muss nichts los. Also ich denke, man muss das tatsächlich, und Sie hatten ja auch noch so eine Frage, ob man dann so einen Beauftragten halt in der Stadt benötigte. Ich denke mal, wenn man so ein Thema hat, und da haben wir ein Thema, dann muss man das auch irgendwo adressieren können. Und dann benötigt es eben mal wenigstens so eine Rumpfstruktur. Ne? Jetzt haben wir irgendwo fast 4.000 Mitarbeiter in unserer Stadtverwaltung. Wir sagen, wir wollen da irgendwo Vorbildcharakter halt haben. Und das hat sich ja auch der Freistaat Sachsen gesagt. Also wir als Arbeitgeber, als Freistaat sind Vorbild. Und wenn man es jetzt auf die Kommune runterbrechen würde, als größter Arbeitgeber hier in der Stadt Chemnitz haben wir natürlich auch dieselbe Vorbildwirkung. Ne? Das betrifft ja zum einen mal das Haupt der Stadtverwaltung, den Oberbürgermeister und natürlich dann auch die gesamten Strukturen, die da sind. Und natürlich braucht man da jemanden. Ne? Aber das ist ja nur ein Anfang. Und daraus würden sich dann Maßnahmen ergeben, also irgendwie wirklich auch ein Plan, was müsste man tun. Aber das ist noch zu entwickeln. Ne? Also jetzt von mir ein Konzept zu verlangen, ich wüsste jetzt genau, was ich da täte. Ich habe meine Stärken und Schwächen. Und natürlich sehe ich jetzt erstmal ein paar andere Probleme, die ich fokussieren würde, aber man muss das, denke ich mir, von Anfang an gleich mit etablieren und sagen, ja, wir stellen so jemanden ein, gleich im neuen Haushalt der Stadt. Und der kriegt dann auch den Auftrag, relativ zügig einen Aktionsplan auszuarbeiten, der dann umgesetzt werden sollte. Also das wäre jetzt mein Vorgehen zu dem Thema. Okay. Zur nächsten Frage. Zurzeit kommen aus unserer Community, aber auch aus anderen Verbänden, beziehungsweise auch Communities in dem Sinne, derzeit viele, auch schon in den vergangenen Jahren, viele Mitteilungen von negativen Erlebnissen aus menschenfeindlichen Motiven allgemein. Vor 2 Wochen wurde ein Praktikant von uns zum Beispiel in den Obst beworfen und von Jugendlichen beschimpft. Ja. Ich selbst muss auf meiner bisherigen Arbeitsstelle für die Hilfe fremder Menschen mich rechtfertigen. Wie soll es sich, aus Ihrer Meinung nach, dann konkret die Sicherheitssituation, um darauf zurückzukommen, in Chemnitz verbessern? Also was kann man da als Stadt überhaupt und als Stadt eigentlich tun? Also es fühlen sich ja viele Menschen in Chemnitz aus verschiedenen Gründen nicht so sicher. Ne? Das ist ja auch immer ein Gefühl, das muss man trotzdem, ich sag mal, ernst nehmen. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja eher so eine niederschwellige Geschichte. Ne? Also man, ich weiß nicht, strafrechtlich, ich bin jetzt kein Juristen, ist es wahrscheinlich sagen wir, nicht verfolgbar, wenn Sie irgendwie einen Appelkrebs oder sowas an den Kopf kriegen. Oder wenn Sie beschimpft werden. Und ich sage nochmal, es hilft dann nur Aufklärung dagegen. Ne? Was anderes kann man eigentlich nicht machen. Weil eben diese Vorurteile sind ja über Jahrhunderte kultiviert worden. Ja, also die gesamte, was eigentlich die Grundlage ist, das Christentum hat ja mehr oder weniger die Antike zerstört, wo solche Dinge, also da ist man ja relativ tolerant damit umgegangen. Ne? Das war also eigentlich gar kein Thema. Mir gefällt. So, und plötzlich kamen dann die Fanatiker um die Ecke, ne, und haben gesagt, das ist jetzt immer alles verboten. Und die haben ja wirklich ein echtes Problem mit Sexualität. Und wir gerade hier als protestantisch geprägte Ecke haben natürlich mit Spaß und Freude nun ein besonderes Problem. Ja. Und das kriegen sie auch nie einfach so weg. Ne? Das ist ja von Generation zu Generation überträgt sich das. Und wir sehen ja jetzt auch gerade in den USA, ne, die Sklavenbefreiung war 1864, 150 Jahre später ist das Thema noch da. Die haben mal 100 Jahre gebraucht, um den Leuten die gleichen Bürgerrechte zu geben. Ja, das ist ja Ende der 60er Jahre erst passiert. Und immer noch haben die ein massives Thema damit. Und wir brauchen einfach Zeit, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen Bildung, weil das ist einfach Ignoranz. Ne? Also man will den anderen nicht anerkennen und definiert den halt über
irgendein Thema. Also mich über die Glatze, ne, zum Beispiel. Ja. Also da könnte man jetzt auch andere Dinge denken. Da gibt es auch einige, die da denken. Was ist denn das jetzt vor einer? Wie ist denn der politisch jetzt? Ne? So. Ja, obwohl das bei mir überhaupt kein Statement ist, sondern es ist einfach Genetik. Ne? Aber wir sind einfach so, ne? Das ist ein bisschen Psychologie, wir kategorisieren eben sehr, sehr schnell und stecken Menschen in Schubladen. Und da hilft, wie gesagt, eben nur Aufklärung und Bildung. Was anderes haben wir da nicht als Instrument. Ne? Also das kann man nicht verordnen, leider. Geht nicht. Ne? Okay, gut. Jetzt kommen wir ein Stück weit zur Kulturhauptstadtbewerbung. Chemnitz sollte ja auch allgemein, könnte auch eine Vorzeigestadt für Diversität und auch gerade für Sachsen sein. Und natürlich dann manchmal auch mit den anderen großen Städten messen, um werden zu können. Gut, man kann sagen, eine Wunde also haben wir ja schon. Und auch ansonsten, wie lässt sich in dem Sinne auch im Sinne der Kulturhauptstadtbewerbung Chemnitz attraktiv auch für Minderheiten, für die jetzt vielleicht jetzt auch nicht immer so eine große Lösung machen. Ja, Hintergrund da lässt sich das auch für diese und natürlich auch für alle anderen als ja nochmal als Arbeits- und Lebensort attraktiver machen. Also ist da doch trotzdem ein sehr wichtiges Thema und es ist auch in Zukunft auch ein Anziehungspunkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Städte wie Braunschweig, Hannover und Mannheim sehe, die sind zumindest, was jetzt unsere und auch andere Zielgruppen angeht, also quer durch die Bank weg, sehr sehr modern geprägt und machen auch von sich aus selbst was halt, also ohne dass jemand von außen irgendwie groß Einfluss nimmt. Naja, es gibt ja in unserem Stadtverordneten-Saal, ne, ein wunderschönes Bild von Max Klinger. Ja, der ist ja dieses Jahr gewürdigt worden mit einer großen Ausstellung in Leipzig wegen seines 100. Todestages und er hat ja 1918 dieses Bild Arbeit, Wohlstand, Schönheit geschaffen, was ja wirklich unsere Stadt also sehr, sehr treffend beschreibt. Ne? Und die Grundlage ist natürlich erstmal, dass wir dafür sorgen, dass hier möglichst viele Menschen und auch möglichst viele junge Menschen ordentliches Einkommen erzielen können. Also woraus dann eine Kaufkraft entsteht und Wohlstand. Und dann kommen wir schon mal, dann machen wir unsere Stadt auch schön. Ne? So, wenn man es Chemnitz ein bisschen tut, dann man versucht im Augenblick das genau auf den Kopf zu stellen. Ne? Man fängt mit der Schönheit an und guckt überhaupt nicht, was ist denn da unten drunter. Und da haben wir tatsächlich ein Thema, nämlich dass außerhalb dieser, ich will es nicht mal sagen, Kulturblase, sondern Kunstblase, die wir in Chemnitz haben. Wir haben trotzdem eine relativ große kreative Szene auch, Gott sei Dank, die ist da. Also Chemnitz war und ist immer eine kreative Stadt gewesen, ist es auch und wird es auch bleiben. Und ich denke, in einigen Bereichen sogar kreativer als die Hofstadt oder die Stadt des Hofes, des sächsischen Fürsten, später Königshofes Dresden, die ja da sehr, sehr auf Hochkultur halt setzt, wo man auch sehr, sehr viel Geld auch braucht. Hat ja Chemnitz da eine etwas andere Geschichte. Ne? Ich denke nur an die Brückenmaler. Also das ist ja immer so eher das kreative Element auch von unten gewesen. Und die Stadt brodelt nach wie vor, aber eben durch diese mangelnde wirtschaftliche Entwicklung ist eben leider diese Kulturhauptstadtbewegung nicht in der Menge und in der Masse der Menschen angekommen. Und das liegt eben daran, dass man eben die Schönheit zuerst macht. Ne? Anstelle mal zu gucken, was ist denn die Grundlage dafür. Das haben vor 100 Jahren, ich sage mal, unsere Stadtväter wirklich ganz treffend einfach und auch der Max Klinger erfasst, ne, wie die eigentlichen Zusammenhänge sind. Und Leute gehen sogar gerne mal in eine hässliche Stadt, aber Hauptsache, es gibt dort ordentlich Arbeit. Ne, und die Schönheit kann man sich dann, die müssen die Leute ja selber tun. Und das ist eben von oben verordnet. Ne? Man holt sich dann, ich sag mal, Künstler auch zum guten Teil von außen für kein kleines Geld. Und die Leute nehmen das einfach nicht an. Ne? Und die wahre Schönheit kommt von innen. Ne? Diese Attraktivität, die können nur wir Chemnitzer aus uns selbst heraus schaffen. Ne? Und was wirklich zu vermissen ist, das sind halt diese
70.000, 80.000 Menschen. Und wenn man dann ja deren Nachkommen noch sieht oder zusammenzählt, fehlen uns vielleicht sogar schon heute 100.000, die in den 90er und 2000er einfach die Stadt verlassen mussten. Und die fehlen jetzt schmerzlich. Und wenn wir das Thema Bildung jetzt nehmen, was ja auch wichtig ist, halt um neue Ansichten halt zu haben, dann wir haben eine Mini-Universität. Ja, für eine Stadt von 250.000 Einwohnern mit 10.000 Studenten, das ist klein. Wir haben keine Fachhochschule, wir haben keine Berufsakademie. Und die TU ist eben sehr, sehr einseitig auf technische Fachrichtungen beschränkt, die mittlerweile eben vor allen Dingen von ausländischen Studenten aus China und, also es sind ja zwei Gruppen, Chinesen und Inder halt, ja, frequentiert werden. Weil es offensichtlich noch nicht mal innerhalb Europas attraktiv genug ist. Und für die ist es sehr attraktiv, weil sie einfach nichts bezahlen müssen. Also das, deren Ländern ist ein Studium sehr teuer und bei uns kostet es halt nichts. Also, ja. Und dann ist Chemnitz auch eine günstige Stadt und die kriegen einen deutschen Titel. Ne? Und dann sind sie wieder weg. Ja, also wir müssen hier wirklich einfach auch ein bisschen Gas geben. Wir müssen Druck machen, dass wir vom Land andere Bildungseinrichtungen auch bezahlt bekommen. Wir müssen selber dafür sorgen, dass wir einen innerstädtischen Unicampus entwickeln. Also da geht es, der Kern ist ja jetzt da. Und das wären so Maßnahmen, um unsere Stadt attraktiv zu machen. Ne? Mal ganz unbenannt unsere ganz tolle Verkehrsanbindung, die wir hier haben. Wenn wir jetzt mal vom Auto absehen. Ne? Ja, also das sind ja alles so Sachen, die auch die Stadt alleine nicht entscheiden kann, aber wo wir als Chemnitzer ganz anders auftreten müssen. Auch gegenüber der Staatsregierung und auch gegenüber der Bundesregierung. Also stehen hier einfach mal ein paar Dinge jetzt mal zu. Ne? Also wenn Dresden jetzt schon wieder für die Bahnlinien nach Prag einen Erzgebirge-Basistunnel mal plant und wir kriegen nicht mal die Bahnstrecke nach Leipzig hin. Also da sind einfach die Prioritäten auch im Freistaat völlig falsch gesetzt, ne? Durch diese CDU, SPD, ja, die Grünen, ich meine, scheinen da jetzt auch nicht jetzt den großen Einfluss zu haben und der große Bringer zu sein, dass wir mal ein paar grundsätzliche Dinge hier in Ordnung bringen. Ne? Und dann klappt es auch mit der Attraktivität. Ne? Also wir müssen als Stadt oder als Stadtverwaltung einen ordentlichen Rahmen dafür geben, auch strukturell und auch finanziell, dass sich die Leute einfach hier wohlfühlen. Ne? Übrigens alle Gruppen. Ja. Und nochmal zu dieser Frage zurückzukommen. Die Sichtbarkeit von der LSBD-Community zählt sie ihrer Meinung nach auch zur in dem Sinne von Diversität für die Kulturhauptstadtbewerbung und für die Stadt allgemein? Ja, gerne doch. Also ich bin ja vom Sachsenfernsehen, also hier von Chemnitz Fernsehen gefragt worden. Da gibt es das ein Interview, kann man auch auf YouTube sich angucken, beziehungsweise auf Chemnitz Fernsehen. Ja, sind ja alle OB-Kandidaten gefragt worden. Und da war ja eine Frage, ob ich halt die Regenbogenfahne am Christopher Street Day aufhängen würde am Rathaus. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ne, also weil meine Haltung ist grundsätzlich also laissez-faire und jeder soll nach seiner Fasson selig werden, hat damals Friedrich der Große gesagt. Ich sage glücklich werden. Ne? Also ich wandle das ein kleines bisschen um dieses Zitat. Nee, das gehört einfach dazu, ist Teil der Stadtgesellschaft. Wenn man schon mal so einen Tag hat, dann soll man es auch zeigen. Und im Übrigen würde sich die Stadt auch keinen abbrechen und die Technische Universität auch. Wir haben ja diesen schönen Campusvorplatz da an der Reichenhainer Straße. Also ich nenne den immer den hässlichsten Platz in Chemnitz. Komplett durchasphaltiert, sollte man mit hoher Aufenthaltsqualität werden. Aber dort könnte man mal wenigstens ein paar Fahnenmasten aufstellen und mal zeigen, aus wie vielen Ländern denn mal unsere Studenten kommen. Und dasselbe sehe ich auch im Stadtzentrum, indem man einfach mal unsere Städtepartnerschaft würdigt. Die sind ja überhaupt nicht sichtbar. Wir haben 12 Städtepartnerschaften auf 3 Kontinenten. Und es ist einfach nicht zu sehen. Ja, keiner weiß das. Und das hätte sich an sich mal mitgehört zu so einer Kulturhauptstadtbewerbung. Die ist, verstehe ich nicht. Ne? Also warum sowas nicht gemacht wird, ist nicht teuer. Und würde ein bisschen was auch, vielleicht auch mal ein anderes Bild geben. Ne? Denn wer so die größere andere Städte halt kennt, oder selbst auch kleinere, ich finde das immer schön, ich fahre immer gerne nach Warnemünde in Urlaub, weil da mein Papa wohnt.
Und dort hat man wenigstens an der Strandpromenade mal die Fahnen aufgestellt, der Ostseeanrainerstaaten. Ist auch schon mal schön. Ne? Aber solche, das sind so Kleinigkeiten, an die denkt keiner und es wird halt einfach nicht gemacht. Und ich nenne es einfach provinziell. Alter, ist es so. Da braucht es auch mal ein bisschen Blick von außen. Und da können wir auch von unseren Partnerstädten, denke ich mir, viel lernen. Auch was Ihr Thema oder unser Thema, was wir heute besprechen, halt betrifft. Und dann noch etwas. Es gibt ein Kenntnis auch Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit, die sich der sogenannten Lebensschutzszene zuordnen. Wenn Sie jetzt wissen, dass in der Vergangenheit also Vorfälle es gab, bei denen junge Menschen im Sinne der traditionellen Geschlechterordnung, also zwischen Mann und Frau, geprägt werden sollten, obwohl sie da gerade nicht dazu gehören. Würden Sie der Förderung eines solchen Vereins noch zustimmen, also wenn so etwas in der Vergangenheit nachgewiesen wurde? Also ich habe mir das im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal angeschaut. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich stehe da nicht so tief drin. Und was jetzt im Internet veröffentlicht wird, gerade von dem genannten Verein, es gibt mir jetzt erstmal keinen Grund zu sagen, dass da Leute diskriminiert wurden oder ausgeschlossen werden. Also ich kann das erstmal nicht sehen. Wenn das aber der Fall sein sollte, na, dann muss man natürlich dann auch prüfen, inwieweit dann finanzielle Zuwendungen dann auch gerechtfertigt sind, weil das wollen wir natürlich nicht. Aber Sie werden da entschuldigen, auch in der Kürze der Vorbereitungszeit, also sich da intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, war mir nicht möglich. Ich kann ja nur auf die offiziellen Informationen zugreifen, die im Augenblick im Internet da sind. Und die geben das an sich nicht her, ne? Dort irgendwo zu sagen, wir würden da Mittel wegnehmen. Genau. Jetzt zur nächsten Frage. Was können und sollten die Bürger Ihrer Meinung nach selbst für eine weltoffene und auch sozial gerechte Stadt selbst also tun? Also was kann man da, was können die Bürger da selber mit beisteuern? Jetzt auch mal über unsere Zielgruppe hinaus. Naja, ich habe da schon viele Dinge an sich genannt. Also es geht einfach darum, zu versuchen, in dem anderen immer den Menschen zu sehen und nicht den sofort in die Schublade halt reinzustecken. Das ist einfach eine Einstellungsfrage. Also ich empfehle auch jedem, auch jungen Menschen, solange das noch geht, denn wenn man später eine Familie hat, wird das alles schwieriger. Geht erstmal raus in die Welt. Ne? Lernt einfach andere Kulturen kennen. Das erweitert auf jeden Fall den Blickwinkel. Das sollte man tun. Das kann man auch nur so lange tun, wie man noch einigermaßen unabhängig ist, jung, gesund. Ne? Später wird es dann alles schwieriger. Ja. Das ist mal das eine. Naja, und wir haben auch schon gesagt, wir müssen einfach auch im Stadtbild das ein bisschen mehr zeigen, wie vielgestaltig unsere Stadt ist. Also es ist bei Weitem jetzt kein Rentnerparadies oder so, das ist einfach falsch. Ja, es ist einfach, wir haben einfach so ein Bild in den Köpfen. Ja? Und man muss immer wieder hinterfragen, ist so ein Stereotyp, was man hat, ist das gerechtfertigt? Und auch gerne auch mal in Diskussionen auch mit anderen gehen. Ja? Also möglichst vorurteilsfrei. Ich weiß, es ist extrem schwierig, weil wir sind halt Menschen, ne? Wir sind auch fehlerbehaftet. Ja, aber es gibt keinen anderen Weg als den beschriebenen. Ne? Weil, wie gesagt, Verordnungen helfen da bei Einstellungen eben nicht weiter. Das ist so. Ne? Okay. Die Corona-Pandemie hat auch die Stadt Chemnitz in Mitleidenschaft gezogen. Insbesondere bei den städtischen Finanzen ist sicher ein Loch, ein Einbruch zu spüren. Ich weiß nicht, was würden Sie sagen, wird sich dies unter Umständen auch dann halt wirklich mal bei der finanziellen Unterstützung von LSBDU-Organisationen wie der Verein von People auswirken? Oder halt auch für uns oder für andere eben? Naja, es muss jetzt eine Änderung geben. Unser Problem in Chemnitz ist ja eins, dass wir ja nicht mal genügend unsere Kernausgaben in genügender Weise finanziert haben, ohne Corona. Ne? Also insofern, jetzt mit Corona wird das Ganze natürlich noch wesentlich schwieriger. Also meine Idee ist ja, dass wir sagen, wir müssen mit dem Thema Investitionen anders umgehen. Im Augenblick haben wir ja so einen allgemeinen Stadthaushalt. Das lässt sich ja rechtlich erstmal nicht anders machen. Und versuchen jetzt komplett alle Ausgaben und alle Aufgaben, die die Stadt hat,
jedes Mal aus den laufenden Steuereinnahmen zu bezahlen. Ja, da hat sich natürlich in den letzten 10 Jahren ein riesen Investitionsstau aufgetan. Trotz Hochkonjunktur, trotz voller Kassen, da haben sie sich eben einseitig auf finanzpolitische Kennzahlen, vor allen Dingen auf das Thema Verschuldung konzentriert hat, also völlig unnötigerweise, ja, und hat dabei eben viele Aufgaben hinten rangestellt. Und ich würde mal eins tun, ich würde mal diesen Investitionshaushalt auf eine ganz andere Art und Weise finanzieren. Da geht es um eine Größenordnung von ungefähr vielleicht 200 Millionen Euro pro Jahr. Ne? Wir haben einen 800 Millionen Haushalt. Und die müssen wir finanzieren, indem wir Investitionsfonds gründen, wo wir als Sicherheit hinterlegen unser städtisches Vermögen, was netto ungefähr 5 Milliarden Euro wert ist. Also mindestens, das ist ja mal eine vorsichtige Schätzung. Ne? Alleine wenn Sie mal die GGG nehmen mit 25.000 Wohnungen, ne? Die ist ja irgendwas zwischen 2 und 3 Milliarden wert. Und wir haben dann noch verschiedene andere Beteiligungen. Wir haben ein komplettes Klinikum. Also, und wir haben eine eigene Bank mit der Sparkasse, ne? Die dann auch Zugang hätte zu den günstigen Krediten der Europäischen Zentralbank. Ja? Also da muss man einfach auch mal neue Wege beschreiten. Und ich bin da schon ein bisschen erschrocken, auch über unseren Kämmerer, der überhaupt keine Vorsorge getroffen hat, weil Krise ist ja nichts Neues. Ne? Also wir haben ja jetzt mindestens mal in Chemnitz seit den 90er Jahren jetzt mal die vierte größere Krise, ne? Die wir durchschreiten müssen. So, und wenn wir Investitionen mal langfristig über so einen städtischen Investitionsfonds finanzieren können, dann bleibt eben aus den Steuereinnahmen viel, viel mehr Geld übrig für solche sozialen Projekte, die wir auch dringend benötigen. Also, müssen dort nicht, ich sag mal, alles aus einem Topf irgendwie bestreiten. Und das wäre so mein Plan, den ich hätte. Und dann sollten wir uns, dann hätten wir in guten Jahren einen realen Überschuss, den wir dann in schlechten Jahren, ich sag mal, auch in solche sozialen Projekte dann, ich sag mal, reinziehen können. Aber wie gesagt, wir müssen eben das Thema Investition langfristig betrachten und aus dieser Portokassen-Mentalität, dieser schwankenden Gewerbesteuereinnahmen rausnehmen. Ja. Also das geht so nicht. Gut, danke. Und zwar, wie würden Sie reagieren, wenn eines Ihrer Kinder zu Ihnen kommen würde und den gleichgeschlechtlichen Partner vorstellen würde oder sich selber als trans orden? Was wären Ihre Ängste? Ja, vielleicht so insgesamt. Naja, da muss man, denke ich, mal ganz, ganz tief durchatmen. Ne? Also das ist, ich will das jetzt auch nicht sagen, oh, hurra, super. Nee, ich würde wahrscheinlich da anders drauf reagieren. Und ich würde eine gewisse Zeit brauchen, ne? Weil man hat ja trotzdem diese Stereotypen im Kopf. Aber am Ende würde auf jeden Fall die Liebe siegen. Also man liebt das Kind und man möchte, dass es glücklich wird. Und glücklich kann es nicht werden, wenn auf so einem elementaren Gebiet Zwang ausgeübt würde oder Druck oder wenn man mit Liebesentzug und Unverständnis reagierte. Aber ich würde sicherlich eine Zeit brauchen, um das zu verdauen. Also das gebe ich offen zu. Das ist okay. Ja. Okay, die Frage mit der Hiss und Trinken von haben Sie ja schon beantwortet. Ja, und dann geht es noch allgemein darum, Regenbogenfamilien sind auch ein wichtiges Thema für die Community. Und es gibt ja auch Menschen, die im Bereich Entscheidungen treffen, die vielleicht dann nicht immer so, ja, vielleicht immer die offenste Haltung haben oder eben halt auch nicht immer alles wissen. Würden Sie sich dafür einsetzen, dass auch zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare gleichwertig behandelt werden und eben halt auch beispielsweise in der Stadtverwaltung Menschen darauf hingehend geschult werden. Ja, auch auf diese Themen. Ich habe ja schon gesagt, die drei Maßnahmen, die gegen Ignoranz helfen, und um das Thema geht es ja dabei, ne? Bildung, Bildung, Bildung. Das heißt eben auch Weiterbildung, das heißt eben auch Aufklärung, aber natürlich, ne? Das wäre ja dann auch Teil der Maßnahmen, die ich mir jetzt von einem Vertreter oder von der Stelle erwarten würde, die sich genau um dieses Thema kümmert, also den Beauftragten dafür, den hatten wir ja auch schon besprochen. Also das muss sein, das hilft nichts. Ne? Ja.